Neben der eigentlichen Programmentwicklung fällt die Dokumentation an. Und hierzu gehören die präzisierte, exakte Problemstellung, eine verständliche Beschreibung des entwickelten Algorithmus, der Programmcode natürlich, die gewählte Testmenge mit Protokollen der durchgeführten Testläufe, insofern man sie notieren kann, eine Beschreibung von aufgetretenen Problemen und eventuell alternativen Lösungsansätze, unter Umständen sogar effizientere Lösungsansätze.